Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen da, folgt mir auf Instagram, auf Facebook und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ja, nachdem wir bei dem Haus von der AHL waren, sind wir jetzt in der verlassenen Brauerei und wenn ich euch das jetzt zeige, das ist ja komplett crazy, also das ist wirklich verrückt. Ich zeige euch das jetzt mal, ich drehe mal um. Das ist unfassbar. Guckt euch das an. Was hier alles noch rumsteht, da denkst du gerade, jeden Moment kommt der Besitzer rein und ja, möchte hier das Arbeiten wieder anfangen. Sau krank. Schaut euch das an. Das ist ja komplett verrückt. Pass mal auf, wenn wir jetzt um die Ecke gehen. Schaut euch das an. Guckt euch das an. Das ist ja wirklich komplett crazy. Das ist ja wirklich komplett durch. Also nach unseren Informationen würde ich mal behaupten oder vermuten, dass es eine alte Brauerei ist. 87 abgelaufene Limonade. Jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, wann das verlassen wurde. Das werden wir vielleicht noch im Laufe der Zeit rausfinden. Aber das ist komplett crazy. Guckt euch das an. Hier steht noch die komplette Anlage. Hier steht wirklich noch die komplette Anlage rum. Das ist komplett verrückt. Ja, da haben wir dann noch einen anderen Urbexer getroffen, den ich dann gefragt habe, ob das auch wirklich lost ist, weil ich eigentlich erst gedacht habe, das ist der Besitzer. Aber es ist schon komplett krank. Hier ist eine alte Anlage. Das ist schon komplett verrückt. Das ist schon. Da hinten ist der Schaltschrank. Und da hinten sind anscheinend die Kästen dann hochgelaufen und sind dann da vorne rum. Hier ist kleiner Lina. Jetzt muss ich mal ein paar Fotos machen. Halt mal. Wenn du ein Video starten willst, musst du da hinten drauf drücken. Was? Ja, vielleicht will ich gar nicht filmen. Oh, das sind sogar Spiele. Kann man Runde spielen. Ah nein, guck mal, das sind die Bücher, die wir auch daheim haben. Echt? Ja. Die habe ich noch nicht gesehen. Die mit den Klappen. Kinderbastelrufe. Und ein. Warum? Ein Memory. Ein Teletubby-Puzzle. Dinosaurier. Oh nein. Ja, habe ich ja gesagt. Habe ich vorhin gesagt, da sah es noch schön aus. So, jetzt sind wir mal auf dem Weg zurück. Schon eine mega Location. Schon eine absolut mega Location.
Hier geht es dann weiter. Das ist die Waschanlage. Das ist ja komplett verrückt. Das ist ja komplett verrückt. Guckt euch das an. Wahnsinn. Ist ja komplett durch. Wahnsinn. Da sind die Flaschen aufgenommen worden. Oder etikettiert. Komplett verrückt. Ich hoffe mal, dass diesmal die GoPro-Aufnahmen vielleicht nicht ganz so wackelig sind, weil es ist nur die Vierer und die Vierer hat keinen Bildstabilisator. Und somit wackelt das Ganze so ein bisschen hin und her. Ne? Wisst ihr, was total crazy ist? Guck mal. Es ist noch, du musst mal zu Mama um die Ecke, die sind komplett neu. Da ist noch Strom drauf. Das ist ja komplett irre, Alter. Da ist noch komplett Strom drauf. Wahnsinn. Alter, das ist echt mal crazy. Wie gesagt, ich bin dann hier reingelaufen. Dann war ein anderer Urbexer da. Dann frage ich ihn so, ist das Ding hier wirklich lost? Er so, ja. Und ich so, Wahnsinn. Das ist ja echt unglaublich. Das ist echt heavy. Das ist ja wirklich... Ja, da ist ein Strom drauf. Sieht nicht so aus. Das geht? Da geht der Strom. Mama, ja. Der Strom geht. Das ist ja Wahnsinn. Du machst das Licht an, dann geht Strom. Guckt euch das an. Das Ding ist ja komplett neu. Und das Ding ist lost. Aber du drückst drauf. Warte. Und der Strom geht. Pass auf. Ha! Ist das nicht krank? Das ist ja absoluter Wahnsinn. Da geht der Strom noch. Mach mal bitte das Licht aus. Der Strom in dem Keller. Das. Hast du das gesehen? Das ist ja voll heavy, Alter. Da geht der Strom noch. Das hatte ich ja noch bei keinem Lost Place, dass der Strom funktioniert. Das im Atrium. Wahnsinn. Ja, im Atrium war das noch. Der Strom funktioniert. Ja, habe ich auch schon gesehen. Das ist ja unglaublich. Ja, da muss man aufpassen, dass ich auf die Fresse haut. Ich bin dafür nämlich prädestiniert. Entnahmen, wir haben von wann? 10. Also 2010 dann. Ob hier drin auch das Licht geht, weil Strom wäre da. Drück mal drauf. Ja. Krass. Drüben im Kämmerer jetzt auch 2009. Das ist krass, oder? Das ist ja absolut crazy, Alter. Da geht der Strom. Überlegt euch das mal. Da geht der Strom noch. Das ist mein erster Lost Place, wo der Strom funktioniert. Nein, Adrian. Also das ist ja der Hammer. Und da, wenn du jetzt rausgehst, ist, ja, ich sag mal, ein Stöpsel mehr. Da. Und was wir jetzt rausgefunden haben, ist, 2010 sind die letzten Sachen im Endeffekt abgefüllt worden. Das ist krass, oder so. Das ist schon echt krank. Kommst du rein?
drückst du drauf, Alter, geht der Strom. Also das heißt, du kannst jemand, falls jemand in diesem Lost Place ist, kann er mal schnell sein Handy laden oder so. Verrückt. Das ist ja echt crazy. Das ist ja echt, echt crazy, aber sowas von. Das ist sowas von verrückt, dass der Strom noch funktioniert. 16.11.2010. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt geht's ins Büro. Also Alina wacht, hier geht's ins Büro. Also dann gehen wir mal ins Büro. Mal schauen, dass es hier zu entdecken gibt im Büro. Also das hier ist das Büro. Ja, ne? Ist leider nicht offen. Also hier sind Chemikalien. Das sind so Mischplatten, womit du so Dinger anmischen kannst, so Pilze. Wahrscheinlich, ja. Nee, hatten wir in der Schule. Hier? Boah, Schlotion für die Hände. Krank. Naja, mach mal das Licht an, vielleicht geht ja hier auch das Licht. Na, guck mal, ich hab schon entdeckt. Ha, hast du den? Crazy. Geht das Licht hier auch noch? Ich breche. Also, ich breche ab, alle. Das war keine gute Idee, das Licht zu öffnen. Also, auch hier geht das Licht, das ist ja komplett crazy. Wenn wir wieder gehen, machen wir natürlich ganz brav das Licht wieder aus. Wir wollen ja hier keine Stromrechnung verursachen. Das ist ja komplett verrückt. Das ist ja komplett verrückt. So, sind wir wieder draußen. Ab durch den Dschungel. Hier scheint auch so eine Art Werkstatt gewesen zu sein. Komplett verrückt, alle. Krank. Absolut krank. Hier geht's wieder über an Flaschenmeer. Beziehungsweise Kronkorken. Hier sind die Toiletten. Aber das Licht ist ja auch an. Ja, ne? Krank. Ich frage, was mit dem Keller, weil das da auf den Holzkissen steht, aufgeräumt. Ja, ich hab schon gelesen, ja. Da vorne sind die Toiletten. Bringt mich in die neue Welt. Das ist schon komplett verrückt. Ja, das ist die Sache, das ist das, was mich total fasziniert. Also wir vermuten mal, dass das 2010, 2011 verlassen wurde, so aus dem Drehraum. Hätte ich jetzt behauptet. Also bis 31.12.2010 gibt es Stundenzettel. Ah, also seht ihr, so ist es. Ja, dann gehen wir noch mal raus. Ja, die Leitung sieht irgendwie auch recht neu aus. Ja, das ist komplett verrückt. Und wenn man jetzt hier rausgeht, kommt man im Endeffekt in den Vorgarten. Schon komplett durch, oder? Das ist ja wirklich durch, Alter. Was mich fasziniert ist, das Teil hier. Mal schauen, ob wir da reinkommen. Das ist ja verrückt.
Mal gucken, ob das funktioniert und ob man da reinkommt, weil das Ding ist wirklich crazy. Bin jetzt echt mal gespannt. Das denke ich aber nicht, oder? Nee. Schade, weil das ist echt geil. Okay, das Teil funktioniert aber. Da kann man noch schön Wasser trinken. Da gibt es keinen Eingang, schade. Leitungswasser. Also egal, wo man jetzt hier rumgeht, gibt es keinen Eingang. Seht ihr das? Das ist das komplette Grundstück, was da noch dazu gehört. Und das hier finde ich ja total faszinierend. 1914. Wahnsinn. Und hier gibt es eine Quelle, da kann man noch davon trinken. Und dann? Dankeschön. Jetzt sind wir im Verwaltungstag. Also auch hier ist noch relativ viel von der alten Brauerei zu sehen. Verband Deutscher Mineralbrunnen, okay. Also hier ist auch relativ viel. Mit D-Mark bezahlt. Ha, das hier ist crazy. Ha, guckt euch das an. Hier ist noch die alten Mineralwasserflaschen. Ha. Das ist ja crazy. Hier haben wir auch wieder ziemlich viele Akten. Ist ja komplett verrückt. Ist ja komplett durch. Jetzt will ich mal schauen, ob hier das Licht geht. Also hier geht es schon mal nicht. Also hier geht schon mal kein Licht. Hätte mich jetzt ja auch echt gewundert. Das ist komplett verrückt. Das, seht ihr das? Hier stehen noch die ganzen Limonaden rum. Schon komplett durch, Alter. Das ist unfassbar. Das ist schon echt verrückt. 3 Millionen D-Mark Umsatz. 3 Millionen Mark? Das ist schon. Das ist schon ordentlich. Dann gehen wir noch mal weiter und schauen wir, was da hinten noch zu bieten ist. Ja. Alter Kakao. Das scheint so ein Waschraum gewesen zu sein oder irgend sowas. Also jetzt nichts Spektakuläres. Das ist schon komplett verrückt. Hier sind die alten Toiletten. Und da ging es jetzt, da geht es jetzt wieder raus. Und jetzt schaust, hier hat er die komplette Produktion im Überblick gehabt. Und die Leute sind dann teilweise wahrscheinlich vermutlich von unten, seht ihr das, da haben die eine Treppe hergestellt. Und über die Treppe sind die dann hier rauf. Ha! Wir sind unten durch. Krank. Absolut krank. So, das hier ist auch noch ein Teil von der Verwaltung. Gehen wir nochmal hoch.
Alter, was total verrückt findest. Da ist der Strom ging. Toilette. Bad. Ach, das hier oben scheint eine Wohnung gewesen zu sein. Ne? Hier steht Büro. Aber das war schon fast wie eine Wohnung. Also jetzt nichts mehr an Einrichtung da und so. Aber hier oben scheint das Büro gewesen zu sein und ja, halt Bad, Dusche und die Geschichten. Schreibmaschine? Ja, Schreibmaschine. Das ist ja komplett verrückt. Da bist du 300 Kilometer von daheim weg und dann findest du sowas. Wahnsinn. Die Fenster sind aber hier oben alle zugeschraubt. Und hier ist die Fenster dann runter.